Stell dir mal vor, dass würde jemand mit dir machen, einfach so einen Sticker drauf klappen, so eine Papiertüte über den Kopf, ja, mit dem Gesicht drauf. Wo dauert er auf den Mal. Deswegen habe ich bessere Chancen gegen Dennis und Max geht so. Karin ist nämlich irgendwie anders Level, aber dann traue ich mich da nichts und dann zitter ich und dann mache ich nichts mehr. Aber natürlich ist er besser und es war verdient und so, natürlich selbstverständlich. Du musst aber gleich den Winner von Magic und Marley spielen. Ich habe ein paar Mal gechoked. Was muss ich? Magic Marley. Magic Mike muss ich gleich spielen. Und es geht los. Nick's Rattle Fruzy. Inzwischen ein Berliner Klassiker in den letzten paar Wochen geworden. Ja, die sind halt immer zweiter, dritter Seed. Egal, ja, wenn halt... Naja, ist doch so, wenn Dennis kommt diesmal, ja, und wenn halt... Dennis war immer dabei, oder? Ja. Jetzt eigentlich. Das letzte Mal war er nicht dabei. Da im Moment keiner höher gesiedet war, so die letzten Male. Oh. Ich bin immer genau hinter denen. Ich bin immer vierter Seed. Kann sein. Ja. Aber wie bin ich dann immer dritter geworden? Hm? Wie bin ich dann dreimal miteinander dritter geworden? Ich guess einmal war Round Robin, da bin ich, da ist Maxi unter mir oder einer von beiden unter mir gelandet. Wegen den Games und so. Ich glaube Maxi. Scary stuff. Aber ich finde es so geil, wie die jetzt hierher gekommen sind, wie sie wieder Melee spielen. Die ja, beiden neuen nicht, oder? Ja. Ja, das war geil. Also, ja, ich der eine wohnt ja schon länger hier, aber. Ja, der ist wieder zum Melee. Reinhold? Ja. Gebufft? Ja, die sind hergekommen, also durch. Oder meinst du Italiener, oder? Ich glaube, nee, der so. Berliner, der. Ja. Ich glaube durch Downgrade Falco, weil er bei so, ja, Radio genau. Melee. Das ist einfach so krank. Ja, also der eine ist zum Besuch hier, der Octop. Ja. Das zu besuchen Berlin, bei seinem Kumpel da. Ja, und mit Hell. Genau. Und ja, der von dem Weekly in dem Radio Melee. Berlin und das ist Downgate Falco. Shout out Downgate Falco, oder? Thanks for advertising. Our beautiful little Weekly. Was wolltest du eigentlich noch mit der Smash D API machen? Hab ich irgendwie vorhin ein bisschen verloren gegangen. Kennst du bei League of Legends? Die Webseite? Guckst du nie, aber. Ja, bei League of Legends eSport gibt es so eine Webseite, okay, wo man dann so Stats und so anzeigen kann, während so der Livestream läuft. Das kann ich auch machen, zum Beispiel mit den. Mit Damage. Nee, ich kann mit zum Beispiel Recent Games beim Turnier generell. Oh. Dass dann die Games angezeigt werden. Die Statistik zwischen den beiden Spielern und. Ja, Head-to-Head. Oh! Und sowas. That was smooth, holy shit. Ein Stock aber. Ich liebe diesen Button. Ist zu verlockend, den nicht zu drücken. Ich hab gar nicht so lange geguckt, vielleicht war es gar nicht so gut. Und generell solche Stats, was halt ziemlich cool ist. Ja, also das wäre richtig sick. Was denn mit Introduction Transition Screen? Obwohl, es wäre ein bisschen zu kurz vielleicht, oder? Naja, wohl, wenn du noch eine Statistik ist, so eine Statistik. Bei großen Turnieren vom, wo werden die Handwarmers machen, davor. Ja. Oder ich habe überlegt, halt hier mal zu zeigen, welche Results sonst noch beim Turnier waren. Welche was? Results sonst beim Turnier waren. Von anderen, welche von dem Turnier halt, welche, wer sonst noch gewonnen Spieler, hat, wer Spiele gewonnen hat. Welche Spieler? Ja, weil man sieht ja nicht alle Spiele on Stream. Ja. Die Offstream spielen. Oh shit. Ja. Oh, sobald du die auf Smash G einträgst, kommen die dann eingeblendet. Ja. Oh mein Gott, das wäre ultra sick. Das hat muss man nicht immer Bracket schreiben oder so. Oh mein Gott, Alter. Das macht, glaube ich. Ladies and Gentlemen, der krasseste Tier oder nicht. Das macht auch. Das habe ich bei New York The Function gesehen. Ah. Irgendwie sad ist eigentlich, dass Pipsqueak schon wieder nicht summonen kann, ey. Der Typ will da gar nicht summonen, der will nur Qualifications summonen. Der hat immer noch zwei summons, gut, oder? Ja. Das heißt, der wollte jetzt nur auch noch was Niki registrieren. Oder vorhin irgendwie, und dann hat er drei summons, gut. Dann werden die nur gehalten, damit er rennen kann. Holy shit, ey. Der Chat feiert's auch, oder? Ja, ich muss halt nur gucken, wie ich das einblenden werde.
bitte. Das ist eigentlich, das ist schon drei gute dabei. Aber unser Stream ist einfach besser als jedes große Turnier. Ja, das kann ich dann zum Beispiel richtig geil bei dem, wann fangen wir an, Summit Skits zu drehen, Alter, für diese Turniere? Hast du gesehen, was, Dennis letztens vorgeschlagen hat? Nein, was denn? Ja, die mit dem Podcast auch jeden Monat. Ach so, also das war ja auch ein bisschen übertrieben, also bitte. Obwohl, das ist eigentlich schon cool. I guess, aber... Nee, wir möchten ja auch irgendwie neue Leute zu. Ja, aber wer hört sich denn den Podcast an von mir, das habe ich kennt. Nee, wenn du Skits. Oh mein Gott! Let's go, let's go, Fizz. Let's go, Fizz. Oh, dieser Tasty Spacey Kombos, Alter. Oh mein Gott, wie er den Upsmash mit dem Shine einfach Invincibility hat. Mal gucken, ob wir heute die Mango-Kombo, die neue Mango-Kombo. Oh shit. Stimmt, nix hat er die gesehen. Ja. Und wir müssen vielleicht spielen, Losers, wenn er verliert. Ich weiß gar nicht, jetzt. 1-0 für den Fusi jetzt. 1-0? Stimmt das? Ich schon 2 Schweine, ja. Okay. Ich passe wirklich nicht auf. Ich bin nur fast. Wo waren eigentlich Game Melee, Alter? Let's go! Wo waren eigentlich Game One? Auch Battlefield? Ja. I wanna say yes. Das war nicht Yoshi's. Oh, das ist so. Vielen Dank, dass du Licht angemacht hast, als du noch Tage das Spiel gespielt hast. Das erste Stream Battlefield, dunkelste Map überhaupt. Zweites Spiel. Ich hab Dreamland, ich hab Augen nicht angemacht. Abgebrannt. Ja, dann nur nicht, aber irgendjemand der Licht angemacht hat. Meine Augen sind abgebrannt. Alter. Das erste Game. Von den beiden. Office im Ustream? An Office? In my stream? More likely than anything. Nicht bei Jedo? Ja, echt so, komm mal vorbei, wo bist du? Du brauchst Zeit im Stream zu sein, damit ich bei Jedo zu sein. Nur weil kein Round Robin ist. Office arbeitet aktiv dagegen, dass wir mehr und mehr Leute kriegen. Und er will, dass wir öfter nur 8 Leute sind, dass wir Round Robin spielen. Er macht Anti-Werbung für uns. Nee, aber irgendwann mal wird es so voll, dass wir Pools vormachen müssen und dann Round Robin. Dass wir was voll machen? Pools. Oh shit. True. Genau, wir wirben einfach so lang, dass... Dass wir schon um 1 anfangen müssen. Dann genau, keiner kann arbeiten nach Donnerstag. Leute. Ich habe frei zum Glück Donnerstag. Ich könnte wirklich gehen. So lange Arbeit gehabt. Sad. Ich habe halt 40-Stunden-Woche, was halt schrecklich ist. Wie viel? 40-Stunden-Woche. Yo! Hast du echt jetzt? Naja, Ausbildung. Achso, ja. Und dann machst du noch so viel für unsere Community. Geiler Typ. Deswegen mache ich auch jetzt noch so viel, damit ich... Damit du? Damit ich das nicht während meiner Arbeitszeit machen muss. Also in Ideen. Während deiner Arbeitszeit, während du arbeitest? Oder? Naja, also oder nach meiner Job Arbeit. Anfängst, oder ja. Was? Ja, aber würde auch nur 40 Stunden, oder? Ja, aber trotzdem. Let's go. Yeah. Clutch King. 2-1. Nicky Stratty. Ich bin immer noch blown away von dem Fact, dass der automatische Transitions macht. Also automatischen Spielwechsel. Ja, das kann ich ja mit Clippy machen. Das habe ich ja nicht selber entwickelt. Ja, trotzdem. Generell. Niemand implementiert das, weil die denken, ja gut, ist good enough, wenn es mal auf dem selben Bildschirm ist. Was ja auch reichen würde an sich, aber das ist schon die extra Meilenstein. So, wir reden. Das heißt irgendwie mein Perfekt. Wir reden viel mehr über den Stream als über das Spiel. Das ist nur das Semis hier. Berliner Klassiker. Aber ich bin kein guter Commentator. Ich habe ADHD oder so. I don't know, ich kann mich nicht darauf konzentrieren. Wenn ich selber spiele. Oh, er readet ihn. Was war das? Salt? Oh shit. Du musst gegen den das Spiel vorbei, beide greifen sich an den Kopf. Up air. Oh, slide off, sehr gut. Beide sehen einfach zerstört aus. Das muss ein gutes Spiel gewesen sein. Muss doch Game 5 gewesen sein, es hat ewig gedauert. Es war auf Aces Fox gegen 3-2 Fox. Ja, muss er. Fuck, it took it so bad. Oh no. Was it so close? It was last talk. 0%. Then I killed Nana and then I choked you.
Oh no. Yeah, the Sopo was good though. I got Sopo'd. No, I was shaking. That was purely mental. I actually did so well versus the Relatable Sopo for the rest of the games. There was more clutch than me. Why did Clipper Red? Yeah! Ich glaube, damit haben wir eine viel bessere Reichweite. Zumindest bei den Melee-Leuten. Physical Safety, Bro. Haben wir eine viel bessere Reichweite. Weil überall ist immer für das Smash-Logo. Weil jeder weiß sofort, wo das herkommt. You both look like you was... Yeah. Gibt es mir noch anders Logo machen? Bei I think we both... It was... Das wird die ranholen. Stressful for both of us. Weil wie gesagt... Bis Konsti zufällig in unserer Schule Melee gespielt hat. Da habe ich nicht gewusst, dass überhaupt noch gespielt wird. Ich weiß nicht, wann ich das entdeckt hätte. Bei was? Ich meine, also guck mal, Office meinte, wir müssen Clips posten bei Reddit und so. Finde ich auch. Ich glaube, damit kriegt man richtig viel Publicity. Generell. Wenn einer von unten mal auf Viral geht. Nee. Oder Twitter und so. Aber Twitter ist nicht so gut für die Reach, glaube ich. Wir haben ja... Also, Haramba ist ja auch zum Beispiel durch Özge da angekommen. An die Özge-Community. Überall ist gerade uns, oder? Ja. Nice. Ja, wir sind schon noch ein paar Twitch-Tops mehr. Good job, man. You must play against third. Ja, du hast aber Magic. Oh. Oh, shit. Ah, you lost. Oh, too bad, man. Sorry for the bad news, but you didn't win, actually. I should. Oh, shit. Oh, Suicide Dare last stock. Game 5. This game is... That's insane. The stream? See, this is turning a bit. On the stream? Ich war schon zweimal on stream, aber... I don't know. Aber noch... Sonst soll jemand, der streamen könnte, oder? Sollen wir gleich? Wir können gleich. Nach dem Mixer. Und jetzt... Game 5. Clutch Threat? Kenny Berg? Clutch Threat. Twitter ist gereached. Ich hab 100... 64 oder so, aber die öffnen sich meistens tot oder Sexbots. Was war das? Autsch. Warum kann Dixer zu Edgeguard, Alter? Ich glaube, der größte Reach von der Berliner Community. Ich glaube, der größte Reach von der Berliner Community ist einfach Dennis. Oh, Lost True, Hero. Aber könnte ich aber random Clips auf seinem Ding posten. Doch. Lost Hero, what? Let's go! That's a name I haven't heard in a long time, what up? Heide ist auch. Twitter ist krass, aber. Aber ich glaube, Dennis. Da ist niemand für den Melee-Kandidat. Also Özge ist unser größter. Ja. Aber Özge wird nicht anfangen, Melee-Clips zu machen. Özge als Kommentator? Wann? Das war sick eigentlich. Ja, aber die war doch nie hier, kann das sein? Nee. Kumpel von mir hat die beim Konzert mal gesehen, voll lustig, aber. Ja, mein Bruder hatte mal. War auf der. Seinem Jahrgang mit ihm, glaube ich. Oh, okay. Also, Tassi. Woher kennt Dennis die eigentlich? Von dadurch, dass die Mitbewohner waren? Oder? Kann sein. Sind die da Mitbewohner? Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwie nicht, oder? Ah, ich muss mal niemanden boxen hier. Oh. Aber definitiv dadurch, dass Esker auf Twitter manchmal mit uns interagiert hat und mit Dennis. Ich glaube, dadurch sind auch einige. Und durch die Raids natürlich. Die Raids uns gerne. Ja. Da bin ich immer noch für dankbar. Manchmal raidet sie auch nicht, aber kommt trotzdem dann. Die raidet jemand anders, aber kommt dann zu uns. Okay, nice. Das ist so cool. Jetzt Geschmetzke. Die Side wie von der Ledge, okay. Das ist ein Netplay. Nee, oh. Das ist halt ein Match. Oh. Mix-up. Ja, stimmt. Und der kann random shorten nennen, oder nicht? Das ist gemeiner an shorten. Aber kommt jetzt eine Falco-Kombo? Zwei davon sind ein Kommt jetzt eine Falco-Kombo? Nein. Weil... der Fruzy sick ist und SD ein kann. Auf seiner Cheaterbox. Wird Berlin heute hart bleiben? Berlin bleibt immer hart, Alter. Das war eine Frage, bitte. Berlin ist und bleibt hart, Alter. Man guckt sich dieses sicke Match an. Es war 2-0 für Maxi. Oh. Wait, das ist Last Stock. Oh mein Gott, Mann. Es war 2-0 für Maxi und jetzt ist nichts mehr die Chance. Das geht nicht.
Und dann ist Reverse 3-0 immer mit einem Stock und über 100%. Wenn er so holen, wenn er so holen, ist er der Clutchbox. Oh, und dann nimmt er noch. Die Stage zurück, die Laser, hau ihn unter die Stage, er muss in die oh! What the fuck? Oh mein Gott. Er tankt das einfach. Oh mein Gott. Was ist denn heute wieder mit den Game 5 los? Das ist so krass. Das Reverse 3-0, Alter. Und jedes der drei Spiele, Last Stock über 100%.